Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren neuen 2-Tages-Botschaften für heute und für morgen. Das Video ist zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann darf es für dich vielleicht auch Fragen, Antworten geben, Impulse, Details, Botschaften etc. Ganz, ganz wichtig auch, wenn ihr eine Frage habt, dann ja, nimmt diese Frage mit rein und dann bekommt ihr mit Sicherheit auch Hinweise. Das ist auch ganz wichtig zu sehen oder auch ganz wertvoll. Wir werden gleich 3 Karten aus den Lennys ziehen, von unseren Hauptüberschriften, dann eine Karte aus dem Feenorakel und ergänzen eine kraftvolle, ganz sicher wieder Energiekarte mit einem tollen Mandala auch. Das werden wir machen. So, dann fange ich mal an hier zu mischen. In der Zwischenzeit, ihr Lieben, ihr wisst, ihr dürft natürlich immer bei mir auch Beratungen buchen und natürlich dürft ihr auch ein kostenloses Abo hinterlassen. Vielen Dank auch dafür. So, der Daumen hoch darf auch nicht fehlen, ne? Okay, so ihr Lieben, ich werde jetzt hier mal aber erstmal unsere Karten hier ziehen. Na, ihr müsst ja wahrscheinlich dann auch für euch jetzt erstmal dann sehen, ob ich es verdient habe, diesen Daumen nach oben, ne? Ja, zu Recht. Also, aber nur nicht vergessen, das wäre wichtig, wenn ihr nachher sagt, oh, wie toll, und dann gibt ihr mir nicht den Daumen hoch, dann würde ich mich ja nicht so freuen. Dann wäre ich traurig. Gut. Aber wir gucken uns jetzt die Botschaften an für die 2 Tage. So, wir haben hier, oh, da haben wir die Sterne. Da haben wir das Kleeblatt. Und den Sarg. Ja, die Sterne, Spiritualitätskarte, Klarheitskarte, Wunscherfüllungskarte. Und das mit dem Kleeblatt auch noch schnell. Ne? Das Kleeblatt ist immer eine schnelle Karte. Das ist das kleine Glück, das Aufbauglück, wie ich es immer sage, auch das Alltagsglück. Und das ist immer viel, viel wertvoller als das große Ganze, weil hier baue ich drauf auf. Und da haben wir den Sarg. Das heißt, kann gut sein, dass wir total in so einer Phase, in so einer Hochphase sind und wir jetzt vielleicht das Signal so ein bisschen bekommen, auch für uns. Ja, das ist genau so, wie es sein soll, aber nach einer Hochphase, nach einem schnellen Glück, nach einer Klarheit, nach einer Wunscherfüllung, kann es auch sein, dass ich Hinweise bekomme, dass dafür was anderes gehen darf. Ne? Der Sarg ist immer eine Karte mit einem Ende, aber auch der Neuanfang ist da. Ne? Wo ein Ende ist, ist auch immer ein Neuanfang. Wo Stillstand ist, ist irgendwann auch wieder ein Pushy, ne? Dann geht es auch weiter. Und ich finde das ganz gut, wenn wir auch mal so dieses, wenn wir in dem Modus sind, höher, weiter, schneller und es läuft super, dass wir dann nicht, ja, es ist vielleicht das ganz falsche Wort vielleicht auch, zu naiv werden, aber es kommt gerade, deswegen sage ich es auch, oder zu blauäugig werden, kommt mir gerade auch, deswegen sage ich es auch, dass wir einfach da trotzdem auf der Strecke für uns bleiben, dass wir trotzdem zwischendurch Revue passieren lassen, dass wir trotzdem auch dankbar sind, ne, für dies, was jetzt da kommen möchte. Und manchmal ist es aber auch der große Hinweis, das große Signal, man kann nicht alles haben. Und man kann auch nicht alles machen. Der Tag hat nun mal 24 Stunden. Ich hätte manchmal gerne auch ein bisschen mehr, gerade als Selbstständige, ne, die immer halt eigentlich am Rotieren ist, 7 Tage die Woche. Und natürlich nehme ich mir auch meine Auszeiten, gar keine Frage. Und auch mein, ihr wisst, mein Spazierengehen, auch meine 1,5 Stunden, die brauche ich halt auch für mich immer. Und das Laufen gehen und so, das ist halt sehr, sehr wichtig, auch für meine innere Balance, Stabilität auch. Und deswegen ist auch wichtig, dann in sich hineinzuhorchen, dass wenn man so ein Hoch hat, hat man natürlich auch noch mal mehr Energie. Es passt alles. Also kann ich noch mal, ne, wie ich vorhin sagte, höher, weiter, schneller. Vielleicht kann ich noch mal eins draufsetzen und, und. Aber da ist auch wichtig, mal zu überlegen, was darf dafür gehen? Was ist gerade nicht so wichtig? Was hat nicht die Prio 1 in meiner Glücksphase jetzt? Wofür würde ich mich verbiegen? Was passt nicht mehr zu mir? Weil ich jetzt einen anderen Weg gegangen bin? Weil ich jetzt irgendwo mein Glück anders aufbaue, vielleicht auch mit jemand anders, vielleicht auch ganz woanders, ne? Auch sein Heim und so irgendwo anders aufbaut, seine Freundschaften und so. Und da muss ich dann wirklich auch mal knallhart sein, da muss ich auch ganz klar für mich und da muss ich auch mal mein Ego vielleicht, meinen Verstand auch mal hervorbringen und dann zu überlegen, was ist jetzt aber wichtig, um das auch weiter zu behalten, auch in dieser Phase zu sein, die ja kommen möchte, mich nicht ärgern zu lassen, mich vielleicht nicht stoppen zu lassen und, ne? Und ich finde das gut, wenn wir uns da mal, ja, auch mal für uns mal ein bisschen reflektieren, ein bisschen schauen, weil dann
kann unser Neuanfang, unser Neustart definitiv kommen. Hiermit auch, weil das ist definitiv da. Aber es ist auch so für mich der Hinweis, wir schauen natürlich jetzt ins Feenorakel auch rein, dass auch manches Altes oder etwas, was auch da ist, was uns viel Energie raubt, auch gehen lassen kann. Und manchmal sind es auch die Neider, ne, die uns da blockieren oder blockieren wollen oder uns wirklich da auch einen Stillstand bringen, weil sie uns ein schlechtes Gewissen machen, weil sie uns ja das Glück nicht wahrhaben lassen wollen und dann immer noch so reinbohren. Kennt ihr das? Immer so bohren weiter und wir kommen so ins Zweifeln, so ins Nachdenken, dass wir das gar nicht so genießen können, ne? Und vielleicht ist da auch mal zu sagen, ja, ich trenne mich, ich gehe den anderen Weg, ich gehe jetzt meinen Weg, auch ganz wichtig. So, jetzt schauen wir mal, was das Feenorakel uns hier noch bringt. Ich möchte gerne diese Karte für uns haben. Weil wir haben es uns verdient. Das ist auch ganz immer wichtig zu sagen. Du hast es dir verdient. Und nur weil jemand anders meint, ein dir zu sagen, du musst hier einen Cut setzen oder dir das madig zu reden oder dir wirklich zu, ja, diesen Stillstand auch bewusst, es gibt ja auch im Außen dann doch oder vielleicht auch, ne, in deinem direkten Umfeld auch Menschen, die dann bewusst dann dir ein Ende setzen. Dadurch, dass sie dich so manipulieren können, beeinflussen können. Und das soll nicht so sein. Also wir schauen jetzt mal. Ich bin jetzt gespannt, was ich wirklich vorhin am Feenorakel auch gezogen habe. Weil gerade das Aufbauglück, gerade diese Wunscherfüllung, die Klarheit, Spiritualitätskarte, da, die auch da kommen möchte, das sollst du absolut genießen, das soll deins sein, werden, etc. Ne? So, jetzt schauen wir uns mal an, hier, was wir haben. Wem sollst du vergeben? Wenn du alten Ärger und Groll loslässt, werden sich deine Wünsche verwirklichen können. Und seht ihr, wie das auch so schön passt? Hier, dein Neuanfang. Hier irgendwo ein Ende setzen, damit dieses hier kommen kann. Wem sollst du vergeben? Wenn du alten Ärger und Groll loslässt, werden sich deine Wünsche verwirklichen lassen oder verwirklichen können. Wisst ihr, das kommt für mich ganz klar auch so, dass ja, wir vielleicht denken, wir haben es nicht verdient, weil das und das in der Vergangenheit passiert ist oder vielleicht auch im Hier und Jetzt. Und wir können das gar nicht glauben, wir können es auch nicht annehmen, weil es passt alles irgendwie nicht, ne? Auch nicht zu meiner Phase, die ist doch gar nicht so gut und so. Ne? Wir steigern uns rein und wir sind sogar noch in Anführungsstrichen böse auf uns selbst, weil jetzt kriegen wir sowas Tolles so, ja, ich sage jetzt mal, auf dem Tisch auch präsentiert und vor uns liegt es, steht es, was auch immer. Und wir können es nicht wahrhaben. Und da ist wichtig mal auch im Innen zu schauen, was blockiert mich da? Was für Glaubenssätze, was für Mindset, was für Erfahrungen? Was ist da, was an die Oberfläche kommt und mich nicht annehmen lässt? Oder warum setze ich vielleicht auch einen Stillstand in meinem Glück, in meinem Alltagswachstum, in meinem Glückswachstum, in meinem schnellen Glückswachstum mit der Klarheit, mit der Wunscherfüllungskarte? Warum mache ich das? Warum bin ich so? Warum kann ich einfach sagen, ja, das ist alles gut so, ich bin ein guter Mensch, ich habe Gutes getan. Natürlich hat jeder seinen Rucksack auch, ne? Der ist oftmals vollgepackt. Natürlich hat man nicht immer, dass man, ne, ich sag jetzt mal, immer so handelt, wie man handeln sollte. Es gibt immer Momente und Situationen, wo wir einfach auch nur Mensch sind. Und da können wir nicht immer so handeln, wie wir vielleicht handeln sollten. Vielleicht sind wir dann auch ungerecht. Passiert mir auch. Ja, glaubt's mir. Passiert mir sogar öfter, als ich das möchte. Aber dann denke ich auch drüber nach. Ne? Aber lass mir nicht das Schöne dann nehmen, sondern geh mit mir dann auch ins Reine, ne? Und schau, warum ist das gerade so? Oder warum ärgert mich genau die Situation? Warum kann ich nicht annehmen, dass das andere so schön ist? Oder warum zerfließe ich in Selbstmitleid, obwohl doch so viel auch läuft? Warum bin ich so in dieser Situation behaftet und eingeengt, dass ich das Gute und das Schöne und das, was überhaupt auch noch kommen möchte, gar nicht sehen kann? Ne? Das ist ganz, ganz wichtig auch. Viel Reflexion derzeit. Ne? Und das ist auch wichtig in diesen Prozessen. So, jetzt schauen wir unsere Energiekarte dazu natürlich auch noch an. Ich muss euch das erstmal zeigen. So.
Du darfst an erster Stelle stehen. Wow. Erlaube dir, in deinem Leben an erster Stelle zu stehen. Wenn du gut für dich selbst sorgst, kannst du dich danach um andere kümmern. Und das ist auch so, so schön, ne? Wenn, was ich vorhin auch sagte, wenn man vielleicht Menschen hat, die einem etwas nicht gönnen, oder wenn wir selber in diesem Selbstzweifeln immer drin sind, wenn wir denken, wir sind nicht gut genug oder wir haben was getan, was nicht gut war, und oder wir sind immer noch in der Schleife hier, dass wir immer dran denken, dass irgendwas passiert ist, was wir nicht nochmal haben wollen und das nicht gehen lassen können. Ne? Macht euch frei. Das ist auch ganz wichtig, was hier zu kommen. Macht euch frei von dem. Denkt drüber nach, was es sein kann. Macht hier, setzt ein Ende. Ne? Das haben wir hier auch nochmal ganz toll mit den zwei Karten zweimal. Hier ein Ende setzen. Wem sollst du vergeben? Wenn du alten Ärger und Groll loslässt, werden sich deine Wünsche verwirklichen können. Und das ist so. Diese Altlasten oder diese Themen, die immer wieder aufkommen, dem ein Ende setzen, damit ich mein Wachstumsglück genießen kann, damit ich meine Wunscherfüllung leben kann, damit ich für mich Klarheit bekomme, weil ich komme hier ins Reine, damit ich auch wirklich sagen kann, ja, jetzt bin ich dran und danach kommen die anderen, denn du darfst an erster Stelle stehen. Erlaube dir, in deinem Leben an erster Stelle zu stehen. Ja, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, ganz, ganz wichtig. Wenn du gut für dich selbst sorgst, kannst du dich danach auch um andere kümmern. Und wisst ihr, jeder hat in Phasen vielleicht mal mehr gegeben. Das ist auch immer gut so. Aber wichtig ist, irgendwann mal auch wieder zu sich selbst zu finden und zu sagen, ja, das ist alles super gewesen. Und ich werde es auch immer wieder machen, wenn man mich braucht. Aber trotzdem sehe ich mich jetzt auch mal an erster Stelle. Und setze auch dem ein Ende, wenn ich in dieser Negativität drin bin. Weil das Glück, die Wunscherfüllung möchten ja kommen zu mir. Ihr Lieben, dicken, fetten Megadrücker. Ich wünsche euch jetzt noch, ja, hoffentlich nicht zu sehr Ostervorstress jetzt hier, ne? Wenn ihr es am Veröffentlichkeitstag schaust, haben wir morgen dann den grünen Donnerstag. Aber ne, denkt dran, alles sachte und im Hier und Jetzt sein. Und ja, wenn irgendwas fehlen sollte, mal zu Hause, und ihr das nicht bekommt oder bekommen könnt oder wie auch immer, dann macht euch nicht so einen Stress. Es gibt mit Sicherheit anderes, was dadurch auch kompensiert werden kann. Das meine ich auch mit Einkäufen etc. Ne? Also dicken Drücker für euch. Und ich freue mich natürlich, dass ihr hier seid. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Orakel wiedersehen. Bis dann. Tschüss.